Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, bei aller Emotion, ich würde Sie bitten, der Würde des Hauses zu entsprechen und zuzuhören. Entschuldigung, dass ich Sie am Handy störe. Ich kann meine Rede kurz unterbrechen. Auch in der Stunde seiner möglichen Abwahl interessiert sich der Bundeskanzler nicht fürs Parlament. Nicht fürs Parlament. Er interessiert sich für sein Handy. Und jetzt können wir uns fragen, warum ist das so? Denn, Herr Bundeskanzler, ich habe mit Ibiza und mit russischen Oligarchen vielleicht weniger zu tun als andere, die hier auf diesen Regierungsbänken sitzen. Aber Sie haben in diesen Stunden nach der Macht gegriffen. Es ist ein schamloser, es ist ein zügelloser und verantwortungsvoller Griff nach Macht. Es ist ungeheuerlich. Wer Vertrauen will, muss Verantwortung leben. Sie stellen das Ich vor das Wir. Kanzler Kurz interessiert das Parlament nicht. Warum? Er interessiert sich für sein Handy. Herr Kurz, ich pfeife euch was. Ich red nicht mit euch. Warum? Er interessiert sich für sein Handy. Macht macht anfällig für Machtmissbrauch. Und sie haben uns abgeschasselt für Macht und für Gier. Wenn wir eine Lehre daraus ziehen, dann dass diese Krise eine Chance ist, jetzt endlich ein für alle Mal aufzuräumen mit diesem Sumpf. Denn wer diese Bilder gesehen hat, was da in Ibiza vorgefallen ist, dann kann man nur sagen, so kann man nicht zur Tagesordnung übergehen, meine Damen und Herren. Das kann es doch nicht sein. Es ist eigentlich unfassbar, dass heute diese Bundesregierung abgewählt wird, was die Bevölkerung auch will. Kanzler Kurz interessiert das Parlament nicht. Warum? Er interessiert sich für sein Handy. Herr Kurz, ich pfeife euch was. Ich red nicht mit euch. Warum? Er interessiert sich für sein Handy. Treiben kann man nur denjenigen, der sich treiben lässt. Und Sebastian Kurz hat sich treiben gelassen. Sie sind getrieben worden. Die Machtinteressen, insbesondere der ÖVP Niederösterreich. Niederösterreich hat das Kommando übernommen. Nach der Macht gegriffen. Die Bewertung der Person Sebastian Kurz vom Messias zum Leibhaftigen, nicht alles was stinkt, ist strafrechtlich relevant. Da will ich Ihnen als Parlament ein enges Korsett geben. Es ist eine Aufforderung. Tun wir das jetzt. Das ist das, was wir den Menschen schuldig sind. Herr Kurz, Sie sind nicht zufällig hingefallen oder es hat Ihnen wie ein Haxel gestört. Das Vertrauen entsagt. Kanzler Kurz interessiert das Parlament nicht. Warum? Er interessiert sich für sein Handy. Herr Kurz, ich pfeife euch was. Ich red nicht mit euch. Warum? Er interessiert sich für sein Handy. Niederösterreich hat das Kommando übernommen. Es ist heute ein Tag, den sich dieses wunderbare Land nicht verdient hat.